Tesla hat sich in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt und an dieser Stelle müssen wir einfach zugeben, die Wachstumsstory, die Elon Musk an die Medien und auch an die Investoren verkauft hat, hat zu 100% gestimmt. Denn wir konnten jetzt in den letzten Jahren beobachten, dass der Umsatz um die versprochenen 50% jedes Jahr gestiegen ist und zusätzlich ist Tesla auch in der Zwischenzeit profitabel geworden. Daher war es auch wirklich immer nur eine Frage der Zeit, bis sich das Ganze in den Aktienkursen widerspiegelt. Man konnte dann wirklich diesen Switch an den Aktienmärkten beobachten, dass die Aktie auf einmal nur noch eine Richtung kannte, und zwar die Richtung nach oben. Vor allem im Jahr 2020 hat das Ganze nochmal andere Ausmaße angenommen. Ab da ging der Kurs wirklich steil. Ich selber bin zum Beispiel auch im Jahr 2020 in Tesla eingestiegen, konnte zu dem Zeitpunkt zum Glück enorm viel Geld mit Tesla verdienen. Bin mittlerweile tatsächlich nicht mehr in Tesla investiert. Warum, weshalb, werde ich dir heute in diesem Video natürlich ganz genau erklären. Man muss aber auch ganz klar sagen, im Jahr 2020, als die Aktie wirklich nur den Kurs nach oben kannte, hat man schon wirklich regelrecht die FOMO am Markt gespürt. Sehr viele Retail-Investoren sind dort eingestiegen, ohne genau zu verstehen, warum. Und daher war es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Switch sehen und die Kurse einbrechen. Seitdem muss man auch ganz klar sagen, kennt die Aktie eigentlich nur noch den Kurs nach unten. Wir sind auch mit knapp 50, 60% vom Allzeithoch entfernt. Und daher werde ich heute so objektiv wie möglich auf die Probleme von Tesla eingehen und dann dir auch ganz klar sagen, ob ich dort wieder investieren werde. Das heißt, heute besprechen wir einmal die drei größten Probleme von Tesla. Zum einen werden wir einmal auf die Bewertung von Tesla eingehen. Das heißt, warum ist der Aktienkurs denn so abgestürzt? War Tesla damals überbewertet? Wie ist es Stand heute bewertet? Zum zweiten gehen wir auf die Insider-Käufe und Verkäufe bei Tesla ein. Was macht gerade derzeit das Smart Money? Steigen die ein oder steigen die aus? Worauf sollten wir dort achten? Und zu guter Letzt werden wir natürlich auf den wichtigsten Punkt eingehen, auf die Wachstumsstory von Tesla. Ist der Use Case immer noch gegeben? Ja oder nein? Und ganz zum Schluss kann ich dir natürlich auch ganz klar sagen, worauf achte ich persönlich, was muss passieren, damit ich wieder in Tesla einsteige. Beginnen wir also am Anfang mit dem ersten Problem, und zwar mit der Bewertung. Dann wirst du auch besser verstehen, warum die Aktienkurse von Tesla so stark eingebrochen sind. Am Anfang muss ich aber noch ganz kurz erwähnen, solche Bewertungen von Assets oder Aktien sind natürlich sehr, sehr subjektiv, weil man im Nachhinein sehr leicht darüber philosophieren kann, warum eine Aktie unterbewertet oder überbewertet gewesen ist, weil man natürlich auch weiß, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt hat. Das heißt, man kann seine Meinung so zurechtlegen, dass es passt. Wir werden also daher in diesem Video heute wirklich nur reine Fakten erwähnen, damit du dir dein Bild selber machen kannst. Und als erstes beginnen wir hier mit der Marktkapitalisierung von Tesla und die betrug im absoluten Hype und Peak, also wirklich als wir den Peak erreicht hatten, ungefähr 1,2 Billionen US-Dollar. Damit gehörte Tesla mit zu den teuersten Unternehmen der Welt. War schon sehr, sehr knackig. Es hat dann teilweise auch solche Ausmaße angenommen, dass Tesla alleine entweder gleich oder sogar teilweise mehr bewertet gewesen ist als die meisten anderen Automobilhersteller zusammen, was natürlich schon der Wahnsinn ist. Man muss da an dieser Stelle ganz klar sagen, hey, die meisten Investoren bepreisen die Zukunft, die Wachstumsstory von Tesla einfach hier mit drin und jeder, der im Peak einsteigt, kann eigentlich nicht mehr so viel Rendite auf die nächsten Jahre gesehen mitnehmen, weil das alles schon mitbepreist gewesen ist. Und wir konnten natürlich jetzt in den letzten Monaten und vor allem im letzten Jahr beobachten, dass diese Marktkapitalisierung wieder sehr, sehr stark eingebrochen ist. Also das Ganze hat sich quasi halbiert. Denn wir sind jetzt derzeit bei einer Marktkapitalisierung von 500 bis 600 Milliarden US-Dollar, je nachdem, wie der Aktienkurs sich halt eben entwickelt. Und da muss man ganz klar sagen, das Ganze sieht jetzt schon deutlich besser aus als im absoluten Peak. Und auch andere Kennzahlen haben eigentlich dafür gesprochen, dass Tesla überbewertet gewesen ist. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine Kennzahl wie die Price-to-Sales-Ratio oder auf Deutsch auch Kurs-Umsatz-Verhältnis anschaut, dann konnte man auch ganz klar sehen, Tesla hat sich teilweise im Bereich über 20 bewegt, was schon sehr, sehr teuer gewesen ist. Wenn man jetzt einfach so einen Vergleich anstellt zu anderen bekannten Unternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet und wie sie alle heißen, dann kann man sehen, dass diese schon sehr weit davon entfernt sind. Genau das gleiche Thema auch bei der PE-Ratio oder auf Deutsch Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und da kann man auch ganz klar erkennen, teilweise hat sich Tesla in einem Bereich befunden, der einfach nicht mehr normal gewesen ist. Da konnte man auch ganz klar erkennen, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Da wird langsam aber sicher eine Korrektur überfällig, beziehungsweise die Gewinne müssen in die Höhe schießen, damit das Ganze noch irgendwie Sinn ergibt, wenn man es zumindest vergleicht mit anderen Unternehmen, die auch so eine starke Performance hingelegt haben.
Mittlerweile ist beides runtergegangen, also sowohl die PE-Ratio als auch die Price-to-Sales-Ratio. Beides bewegt sich eher, ich sag mal, in humaneren Bereichen. Trotzdem muss man ganz klar sagen, sowohl die Price-to-Sales-Ratio ist immer noch relativ teuer. Also dafür muss Tesla weiterhin eine sehr, sehr starke Performance hinlegen, kann sich keine schlechten Quartale erlauben. Als auch die PE-Ratio, die bewegt sich derzeit bei ungefähr 49 und das ist immer noch relativ teuer. Da muss wirklich Tesla sehr, sehr starke Quartale abliefern, ansonsten geht der Kurs wieder nach unten. Und damit kommen wir schon zu dem zweiten Problem, was mich persönlich sehr stark beunruhigt hat, und zwar zu den Insider-Käufen und Verkäufen. Denn mittlerweile sehen wir deutlich mehr Insider-Verkäufe als Käufe und darunter ja, sind auch die Verkäufe von Elon Musk, die man mit berücksichtigen muss, auf die wir jetzt gleich eingehen werden. Insgesamt kann man aber generell festhalten, dass die Tesla-Aktie irgendwie eine Retail-Aktie geworden ist. Also immer mehr Retail-Investoren interessieren sich für diese Aktie, immer mehr Retail-Investoren sind davon überzeugt und das sieht man auch genauso im Internet, investieren ihr ganzes Hab und Gut in die Tesla-Aktie, wollen sogar irgendwie ihre Rente absichern mit Tesla. Und das beunruhigt mich schon sehr, denn Smart Money weiß schon, wie die an uns verdienen können. So war es zumindest immer in der Vergangenheit. Und genau das Gleiche sehen wir ja eigentlich auch im Aktienkurs. Denn wenn wir uns den Aktienkurs anschauen, jedes Mal, wenn wir einen Peak hatten im Aktienkurs, konnte man sehen, Smart Money hat verkauft, auch unter anderem Elon Musk. Klar, er hatte eine Begründung, weil er Geld gebraucht hat für Twitter. Trotzdem konnten wir sehen, wie die Kurse jedes Mal eingestürzt sind. Und auch andere Insider hatten die Anteile verkauft, darunter auch zum Beispiel Katie Wood mit dem ARK. ETF, der sehr, sehr bekannt ist, also als wir diese Peaks hatten, haben die verkauft und es sind einfach nicht genug Retail-Investoren in den Markt eingestiegen, um den Kurs zu retten und nach oben zu befördern. Zwischenzeitlich hatten wir zwar immer wieder so kleine Bouncer, man konnte aber dann deutlich erkennen, jedes Mal, wenn Smart Money im Peak verkauft, gehen die Kurse steil nach unten und die Retail-Investoren sind die Dummen, die auf den Verlusten sitzen bleiben. Und das ist ein Thema, das mich täglich beschäftigt, denn ich schaue mir ganz genau an, was Smart Money derzeit macht und es sieht nicht so aus, als würden die jetzt wieder sehr, sehr stark in Tesla einsteigen. Wir konnten jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen beobachten, dass beim ARK ETF Katie Wood wieder ein paar Anteile nachgekauft hat. Daher ist der Kurs der Aktie auch wieder so ein bisschen nach oben gestiegen. Also man sieht da wirklich eine Korrelation zwischen Smart Money und den Aktienkursen. Ich weiß aber nicht so genau, ob Elon Musk dieses Jahr nicht wieder Anteile verkaufen wird. Denn man muss ganz klar sagen, Elon Musk ist selber davon überzeugt, dass wir eine sehr, sehr starke Rezession erleben werden. Und man muss auch ganz klar sagen, er ist jemand, der natürlich dann das Geld eher rausnehmen würde, um dann für diese Rezession vorbereitet zu sein, um irgendwo vielleicht eine neue Innovation zu starten. Und er hat zwar versprochen und ganz klar gesagt, dass er erstmal keine Anteile verkaufen wird. Man muss an dieser Stelle aber erwähnen, dass er das schon mal gemacht hat und dass er trotzdem Anteile von Tesla verkauft hat. Daher bin ich mir persönlich nicht sicher, ob ich ihm jetzt hier wirklich glauben kann und davon ausgehen kann, dass er dieses Jahr gar keine Anteile mehr verkaufen wird oder vielleicht nicht sogar Anfang 2024 etwas abstößt. Da muss man sich wirklich anschauen, wie er sich weiter verhält, vor allem bei den Peaks, immer wenn Tesla so stark nach oben steigt, ob er dort auf den Anteilen erstmal sitzen bleibt oder ob er vielleicht doch nicht den einen oder anderen Verkauf tätigt. Das werden wir weiter beobachten müssen. Und damit kommen wir auch schon zu dem wichtigsten und letzten Problem von Tesla und zwar zu der Wachstumsstory, denn die betrifft nicht nur den Aktienkurs jetzt in kurzfristiger Entwicklung, sondern auch wirklich langfristig das Unternehmen selber. Und an der Stelle haben natürlich sehr viele Leute daran geglaubt, dass Tesla, ja, ich sag mal, den E-Auto-Markt komplett für sich einnehmen wird, was ja auch bisher so gekommen ist, das muss man an der Stelle einfach mal zugeben. Viele haben aber auch natürlich nicht nur auf den E-Auto-Markt so per se gesetzt, sondern auch auf die Software von Tesla, also auf Full Self Driving, autonomes Fahren. Das spielt auch immer in die Bewertung von Tesla mit rein, was viele Leute irgendwie ein bisschen vergessen, denn ja, Tesla will Full Self Driving als erstes Unternehmen lösen und davon hängt die Bewertung von Tesla sehr, sehr stark ab, denn Elon Musk hat selber Folgendes gesagt. Overwhelming focus is solving Full Self Driving. And that's essential. And like, that's really the difference between Tesla being worth a lot of money and being worth basically zero. Er ist also selbst davon überzeugt, sollte Tesla es nicht schaffen, Full Self-Driving zu lösen, dann muss man einfach ganz klar sagen, ist Tesla eigentlich nicht so viel wert, denn die werden irgendwann in der Zukunft eher genauso viel wert sein wie die anderen Automobilhersteller, sollten sie dieses Problem nicht lösen. Denn man muss am Anfang immer sagen, falls eine Innovation auf den Markt kommt, dann wird es immer so sein, dass diese erstmal einen Vorsprung hat zu den ganzen anderen Unternehmen, die noch gar nicht erkannt haben, dass das vielleicht ein interessantes Thema sein könnte, aber das wird dann natürlich in Zukunft immer kleiner sein, dieses Gap. Also das heißt, der Marktführer wird irgendwann auch Anteile verlieren an die anderen und genauso auch von der Technik werden sich die anderen Unternehmen irgendwann anpassen.
An der Stelle sollte vielleicht auch jeder wissen, dass Elon Musk selber kein Fan von Patenten ist. Das heißt, bei Tesla gibt es nicht grausam viele Patente, die alle anderen Konkurrenten aus diesem Markt fernhalten. Und mittlerweile merken wir ja auch, dass klar, die anderen Automobilhersteller hatten am Anfang echte Probleme, E-Autos zu produzieren und auch dort das Ganze zu skalieren. Aber die kommen schon immer weiter an Tesla dran. Da ist zwar immer noch ein Gap, aber dieses Gap wird über die Jahre immer kleiner und kleiner. Und da wird es entscheidend sein, dass Tesla natürlich autonomes Fahren als erstes löst. Denn mit der Entwicklung der Konkurrenten ist es auch logisch, dass natürlich auch der Umsatz und das Wachstum von Tesla irgendwann nicht mehr so weiter stark steigen kann wie bisher. Denn sollten andere Automobilhersteller genauso gute E-Autos herstellen können, dann werden logischerweise auch viele Käufer dann eben von Tesla wegsteigen zu den anderen Automobilherstellern. Und dann werden wir auch nicht mehr dieses sehr, sehr starke Wachstum sehen, was wir bisher gesehen haben. Und das wird sich auf jeden Fall auch dann eben in den Aktienkursen widerspiegeln. Zusätzlich haben wir derzeit noch einmal das Problem mit der Nachfrage, denn viele von euch wissen vielleicht, Tesla hatte eigentlich immer ein Production-Problem, das heißt, die haben nie genug Fahrzeuge produziert, wie die Nachfrage gewesen ist. Viel mehr Leute haben Fahrzeuge nachgefragt, als Fahrzeuge von Tesla produziert wurden. Das heißt, die haben immer versucht, mehr Produktionsstätten aufzubauen, damit sie diese Nachfrage bedienen können. Es hieß immer, die Nachfrage bei Tesla ist erstmal unbedienbar. Daher konnte Tesla auch immer extrem hohe Margen fahren, weil die Leute einfach das Fahrzeug gefeiert haben. Mittlerweile, wenn man sich einfach den Backlog, also das Inventar von Tesla mal anschaut und vor allem auch das letzte Quartal, sehen wir so ein bisschen eine Trendwende. Hängt auch unter anderem natürlich mit diesem sehr, sehr schwierigen Markt zusammen, da viele Leute einfach eine Rezession erwarten. Wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation. Das heißt, die Leute haben andere Probleme, als jetzt sich irgendwie ein cooles Auto zu kaufen, weil die gucken müssen, wie die halt eben ihre Energiepreise bezahlen können, wie die aber auch was zu essen kaufen, was vielleicht 3-4 Mal so teuer ist wie früher. Da denkt sich vielleicht der eine oder andere erstmal, ich kaufe keinen Tesla lieber, ich verschiebe das auf 2-3 Jahre in die Zukunft. Und genau das sehen wir zum Beispiel jetzt bei der Nachfrage von Tesla, denn man kann auch ganz klar erkennen, und da kann jeder halten, was er will, das Management von Tesla und Elon Musk haben darauf reagiert und haben ja auch die Preise von Tesla gesenkt, weil sie einfach nur die Marktanteile insgesamt bei den E-Autos nicht verlieren wollen. Das heißt, die versuchen eben die Nachfrage weiter zu stimulieren, indem die Preise der Tesla-Fahrzeuge gesenkt werden. Und allein daran erkennt man ja schon, dass das Wachstum hier irgendwie so ein bisschen stagniert bzw. stocken bleibt. Klar, wie gesagt, natürlich aufgrund dieses verrückten Marktes, weil wir halt eben diese Rezessionsängste haben. Aber dennoch ist das auch in der Bewertung von Tesla mit enthalten, dieses sehr, sehr starke Wachstum. Und Elon hat ja auch schon einmal hier so ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahr 2023 diese 50% Wachstum nicht erreichen werden. Man muss aber an der Stelle sagen, dass das Ganze auch so ein bisschen einen Rattenschwanz da dran hat. Denn wenn jetzt wirklich die Preise gesenkt werden, und das haben wir ja schon gesehen, dann bedeutet das auch zugleich, dass sich das Ganze natürlich auch auf die Marge von Tesla überträgt und daher dann auch auf die Gewinne. Also das hat wirklich so einen Rattenschwanz und das wird sich auch auf jeden Fall auf die Aktienkurse auswirken. Und da sollten wir dementsprechend drauf aufpassen, wie die Wachstumsstory hier weiter verläuft. In diesem Jahr, wie gesagt, ein Ausnahmejahr für sehr, sehr viele Unternehmen. Muss man sich einfach nur anschauen, wie das Ganze weiterlaufen wird. Man muss aber, sobald das Ganze sich wieder normalisiert, ganz klar anschauen, wo stehen die Konkurrenten nach der Rezession und wo steht Tesla. Das waren jetzt meiner Meinung nach die wichtigsten Probleme, die ich Stand heute bei Tesla sehe. Das ist auch der Grund, warum ich in Tesla bisher noch nicht eingestiegen bin und immer noch warte, bis ich dort einsteigen kann, um dann halt eben vielleicht in der Zukunft wieder partizipieren zu können. Die Bewertung passt für mich Stand heute nicht. Der wichtigste Punkt, den ich aber jetzt noch Stand heute beobachte, sind die Insider-Käufe und Verkäufe. Da schaue ich mir ganz genau an, ob das Smart Money wieder bereit ist, einzusteigen in Tesla, ja oder nein. Und zum anderen ist für mich natürlich langfristig die Wachstumsstory sehr, sehr entscheidend. Da schaue ich mir jetzt wirklich Quartal für Quartal die Entwicklung an, werde euch hier auf dem Laufenden halten. Das heißt, die Quartalszahlen werde ich natürlich immer in meinen aktuellen Videos mit euch besprechen, falls du up to date bleiben möchtest. Dann abonniere gerne den Kanal mit Glocke und ja, falls dir das Video geholfen hat, dann gerne natürlich einen Daumen nach oben. Du kannst aber generell mal deine These unten in die Kommentare reinschreiben. Siehst du die gleichen Probleme? Siehst du komplett andere Probleme? Siehst du gar keine Probleme? Also das interessiert mich sehr, sehr gerne. Dann kann ich dann natürlich auch recherchieren, vielleicht auch ein anderes Video zu raushauen. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.